kaufe ich denn? Bulsi, war Ja. nicht dein Geist. Ich würde. Wieso? Ich hab doch richtig. Nee. Dann hast du auch Handtuch eingegeben. Nee, Banshee. Banshee, ja. Nee, Banshee. Nee, die Banshee war das nicht. Handtuch war das. Steht ja da dran. Wo? An der Tafel. Wo steht das an der Tafel? Hier. Der Geist war ein Handtuch. Oh. Wo steht ja hier? Gut, lesen musst du schon können. Unten. Hä? Oder ihr habt eine andere Tafel, keine Ahnung. Bei mir ist noch die Nachbesprechung. Wir haben jetzt einen Thermometer, 4 starke Taschenlampen bei. 2 Kopfkameras müssten reichen. Ein EMF, ich würde gerne das Parabolmikrofon. Habe ich gerade gekauft. Oh ja. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das mitnehmen kann. Warte mal, ich gehe. Moment. Was habe ich denn gar nicht? Ich habe jetzt einfach mal hinzugefügt, ich habe keine Ahnung. Ja. Ist das dieser Bewegungssensor? Was ist denn das? Warum rennst du nur die ganze Zeit da gegen die Wand? Den Dots-Projektor nehme ich mal mit. Kaufen. Was ist das hier? Bewegungssensor. Ich raff das nicht mit dem Reinpacken. Projektor haben wir jetzt ein. Ich auch nicht. EMF-Messgeräte sind auch wieder 2, genau wie 2 Geisterbücher und 2 Geisterboxen. Das verstehe ich absolut nicht. Zähnetippeln. Ich habe einfach automatisch hinzufügen gemacht. Ich auch. Na, dann wird's ja gut sein. Lassen wir das jetzt so. Warte mal. Eine Sache will ich noch haben. So, diesmal lief's ja ganz gut, wa? Okay, kann ich. Alle nicht. Haben überlebt. Soll ich mal die 69 Raumkarte nehmen? Ist das verrückt. Das ist ein bisschen viel von Anfang, wa? Oder ich mach Zufall. Kann ohne ganz schön schwierige Karte rauskommen, wa? Ja. So, Stativ haben wir jetzt auch eins bei. Was ist mit dem, weil es sind 25 Räume. Die Mail Village Campsite. Entschuldigung. Camp Woodwind? Lagerfeuergeschichten werden zur Realität. Oh mein Gott. Halte deine geistige Gesundheit oben, indem du im Licht bleibst. Jetzt soll ich im Licht bleiben, ja? Okay. Scheiße, hätte ich mal solche Stäbchen gekauft. Einzelperson. Diesmal aber wieder eine Frau. Good Ripe. Putzifix und EMF-Messkripp. Das bin ich immer sehr gerne mit.
Ach, Ruth ist wieder da. Ja. Und wir sind auf dem Campingplatz. Hat irgendjemand ein Fotoapparat bei? Nein. Nee, ich hab das Thermometer, eine Kamera und die Taschenlampe. Ja, ich hab den EMF. Dings ich bei. Jetzt fängt mein Mikrofon an zu piepen. Moment. Ach, scheiße. Strom! Also die Zelte kriegt man schon mal nicht auf, doch? Doch. Und welcher Geist ist es? Banshee. Ja, ne? Also falls irgendwas zu fotografieren ist, ich habe eine Fotoapparat in der Tasche, ja. Braucht jemand eine Isomatte? Auf der anderen Seite liegen draußen Schlafsäcke. Ja. Ich habe einen Ball gefunden. Ja, ich habe schon gesagt, war das Fußballspiel? Gut. Ja, könntest du damit bitte aufhören, während wir noch suchen? Ja, ich wollte nur mal fragen, ob sie da ist. Bist du lebensmüde? Ah, hier ist wieder so eine Puppe. Wo? Hier. Ja. Du hast das Fotoapparat, wa? Ja. Hier ist der Generator, also irgendwie müssten wir hier auch irgendwie Licht haben. Na, nur das in der Mitte, wa? Hier ist ein Totenkopf. Was links von mir? Ein Totenkopf? Ja. Ich glaube, das ist von Ruth. Wie soll man hier eigentlich eine Temperatur messen? Kannst du mal mit deinem Temperaturmesser herkommen? Wo bist du denn? Hier beim Lagerfeuer. Ach, jetzt muss ich hier noch außen rumlatschen, oder komme ich hier? Hä? Hast du minus 0,2, minus 1,7. Ja, ich habe nämlich gerade Dampf gepustet. Also Gefriertemperaturen haben wir, ja? Ja. Hab mal den... Ding sich dahin geschmissen, den EMF. Gut. Erzähl mir mal was. Was ist denn hier passiert? Hier sind Marshmallows. Ich glaube, Ruth wollte sich Marshmallows machen. Ja. Ruth, wolltest du Marshmallows essen? Guck mal, die Gitarre kannst du auch nicht benutzen. Ja. Ruth, schreib doch mal ins Buch. Mal uns mal ein Bild. Oder rede mit uns. Warum schmeißt du deine Taschenlampe weg? Was schmeißt du denn hier? Na, weil ich mit Ruth spielen wollte. Ich dachte, so. Ruth, bist du hier? Warte, die irgendwie sogar so, dass man den vollen Namen sagen muss? Wir waren ja voll in Ordnung. So ein bisschen stillen, ne? Ich hatte auch gerade Qualm. Gucken. Ich hatte gerade Qualm hier bei mir. Ja, Gefriertemperatur, ja. Können wir eintragen. Also hier habe ich auf jeden Fall Qualm. Ruth Wright. Ruth Wright, wie geht's dir? Schreib uns doch mal was ins Buch. Ja, oder erzähl uns was. Die Thermoskanne hat sie hier gerade umgeschmissen, oder? Ruth, hast du die Thermoskanne umgeschmissen? Ja, weil das war hier gerade eben nicht, ne? Sind da Fingerabdrücke drauf? Könnt ihr damit eure Taschenlampe mal bitte, danke, woanders hinleuchten? Sonst sehe ich das nicht. Die aus? Ist schon gut. Nee, da ist ein Spruch. Ruth? Hab deinen Nachnamen schon wieder vergessen. Aber wir haben hier aktiviert. Ruth Wright.
ja gerade irgendwelche Start. Kann das die Geisterbox gewesen sein? Nein, war das Radio. Kannst du gut. Hat man eine Kamera hingestellt? Sieht man da drauf was? Nee, sehen tut man nichts, außer dass da gerade ein Ball gehüpft ist, links. Ich weiß nicht, da wo jetzt Pulse herkam, oder klar, ich weiß nicht. Ja. Aber Alter, den Ort sehe ich keiner. Hier hinten läuft ein Aggregat. Ja. Ach, hier kann man Licht anmachen. Ha. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Mikrofon hier benutzen kann. Oh, 5,7. Und was sagt ihr das? Ja, keine Ahnung. Aber hier ist viel Kinderspielzeug. Ruth, bist du ein Kind? Gut, White. Wenn ich die ergraben. Ruth, White, schreibt mal was ins Buch. Ja, also jetzt könnte man wieder sich streiten. Sind das Orbs oder sind das keine Orbs, ne? Ich hab schon wieder diese Punkte hier durch die Kamera flattern. Das ist vor allem sehr toll, wenn es regnet. Regen. Aber nee, guck mal, links da oben. Ja. Ja, deswegen sage ich ja, da kann man sich jetzt wieder streiten. Sind das welche oder sind das keine? Genau das gleiche hatten wir gerade eben nämlich auch. Aber eben waren es Orb, wa? Mhm. Also es wurde jetzt schon wieder Spielzeug zum Lagerfeuer geschmissen. Okay. Hat einer das Buch da hingeschmissen? Ja, ja. Buch liegt da am Lagerfeuer. Hier, das wurde gerade geschmissen. Hier, die Dinger. Und das kam hier von der Richtung. Sollte man hier mal in die Richtung eine Kamera aufbauen oder? In welcher Richtung? Aber hier schlägt das Parabol auch nicht aus, also. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Fingerabdrücke haben wir hier nicht. Das Parabol schlägt tatsächlich hier zum Lagerfeuer aus, also. Ja, hier haben wir auch minus 10 Grad, sag ich mal. Und irgendwas schneuzt sich hier die Nase. Aktivität ist gerade bei 2. Oh. Da hat jemand gequatscht gerade. Ja, das war gerade so ein Hauchen im Ohr. Ja. Ah ja, warte. Was sagt das Ding? 7. Also die 3. Aktivität ist gerade auf 7 hoch. Na gut, wenn du hier bist, kannst du ja mal ins Buch schreiben, wa? Gut, White, schreib doch mal ins Buch. Schon wieder? Oder erzähl uns was. Hier, die Dose. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist das Buch, findest du das nicht? Gut, White. Vielleicht sollten wir das Buch mal hier hinpacken irgendwie. Weil die schmeißt immer von hier hinten irgendwie. Na, dann pack's doch da hin. Genau, den wollte ich mir gerade nehmen, den EMP. Aber es war nur auf maximal 3. Gut, musst du aufschlagen. Hier was drin. Du musst es aufschlagen. Wie aufschlagen? Mit F. Na, aufmachen. Mit F? Ja. Nimm's nochmal hoch. Ja? Aufmachen und dann hinlegen. Nee, mit F einfach nur hinlegen. Ich kann doch mit F gar nicht hinlegen. Doch, kannst du. Probier's doch einfach mal aus. Dich hinhocken dazu. Du musst dich hinhocken, das war ein G gerade. Wie hocke ich mich denn hin? Mit C. Ach, mach dir das doch nicht ausgemacht.
Mach ich habe leider zu viel in der Tasche. Oder? Nee. Hab's mal Licht wieder angemacht. So, Ruth, nu kannst du schreiben. Schlecht, wenn das Licht mal aus ist, dann schreib uns mal einen Tag aus deiner Jugend. Ruth White, komm, schreib doch mal was. Ruthi. Du stehst da fast drauf. So kannst du doch nicht an den Stift kommen. Ruth, magst du uns was erzählen oder was schreiben? Mensch, ich stehe hier mit allen da. Gut, es regnet. Ich will nach Hause, Ruth. Komm mal hin. Man kann sich übrigens auf den Toiletten verstecken. Aktivitäten steigt auf 3. Ruth. Ruth, hier, schreib, Ruth. Ich komme nicht mehr raus, ich sterbe. Nein, bitte nicht. Versteck dich hier hinter den Tonnen, hier rechts. Da stirbt gerade jemand. Wer ist denn jetzt gestorben? Ist mir egal, ich lebe noch. Aber ich wusste. Die ist wieder gestorben. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo hat sie ihn denn zerlegt? Ach, geh ich mal am Buch. Aber Ruth hat nichts geschrieben. Das ist also ihre Antwort. Schön. Am guck Buch, mal, der aber... liegt doch voll entspannt. Okay, der Hals ist ein bisschen. Der Hals sieht ein bisschen schwierig aus. Ich sollte, wenn ich mich verstecke, nicht die Kamera in der Hand haben. Oh, ich bin ja auch schon wieder fertig, ihr ja auch. Naja. Wo macht man denn dieses Licht da eigentlich aus? Da steht ein Generator. Soll ich den Generator ausmachen? Ich hatte das gerade die ganze Zeit aus. Ich weiß nicht, wer es wieder angemacht hat. Ja, weil es wäre dann vielleicht einfacher, die Orbs zu sehen. Aktivität ist bei 4, ja? Okay, sinkt bei 2, geht 5. Auf 5, 3. Ich schmeiß mir mal ein paar Pillen ein, glaube ich. Mach denn mal. Huch. Habe ich die jetzt genommen? Ja. Gerät hier, ich habe keine Ahnung, wie ich das benutzen soll. Wie sieht's mit Fingerabdrücken aus? Waren keine da. Ich habe nichts gesehen. Schenk mal bei Pulse den Bewegungsmesser noch an, wa? Von wo der Geist gekommen ist, weiß keiner, wa? Ich vermute von da, wo er ist. Ah, doch, Pulti wird vermutet, also wissen wahrscheinlich. Ah, ich sterbe, scheiße. Ich hab's nur gehört, ich sterbe, scheiße. Hi. Ja. Tag. Tagchen. Was denn das für ein Scheißgeist? Ja, vor allem speist der immer wieder Bälle. Ja. Hinter, guck mal da drüben. Ja, ich seh's. Was ist das?
Ja, irgendeine Frau, wa? Hi, wie geht's dir denn? Bist du die Ruth? Huch, wo ist Ruth hin? Es ist Ruth wieder weg. Toll. Also spawnt hier doch da hinten, wa? Ja. Ich würde sagen, die spawnt hier, ja. Jetzt hat sie hier gerade was geworfen, oder? Aber die ist nicht immer da, wa? Oh, schnell da. Nee, gut. Dachte jetzt hier so im Offenen sieht man sie mal, aber... Aktivität ist wieder bei null. Hm. Die ist dann scheinbar immer nur da. Wenn... Rutchen, Lieschen, Müller, keine Ahnung. Root, right. Sechs. Ja, irgendwo. Hörst du doch gerade, wa? Ja, hier hinten hatte ich jetzt gerade. Ich lebe noch! Ja, Glückwunsch! Ich lebe noch und ich hatte hier diese komischen Geräte. Ich hatte das an und dann ja. Hatte ich ein Gesinge im Ohr und dann hat ja. Sich auf diesem Gerät dieses Geisterzeichen unten geleuchtet. Ah ja, also Geisterbox. Dann haben wir das ist ein Orni wahrscheinlich. Onri, ja. Onri, ja. Gibt's da einen Pulli? Oder so ähnlich. Wenn ja, dann schmeißt man einen Ball hier. Ja, oder so, dann hauen wir ab. Ich hol einen Ball. Gibt's so einen? Was denn? Wenn er bedroht wird, Ori. Der Geist weniger gerne, okay? Onri. Auslöschen einer Flamme kann den Orni zum Angriff fallen lassen. Der hat angegriffen, als ich den Generator ausgemacht hab. Okay, cool. Hast du, dann werfe ich den Ball. Danach war Pulsi hinüber. Ja. Feuerpulsi. Ah, okay, alles klar. Ja, da flog der Ball. Also, wenn ihr das alles eingetragen habt, dann machen wir jetzt einen Abflug. Ja, das ist O-N-R-Y-O. On-Royal. Also Geisterbox, Geister, Orbs und Gefriertemperaturen. Genau. Schmeißt den Ball, wenn ihr fertig seid. Und die quatschen immer noch. Hm. Hab da? Schmeißt den Basketball wieder rein. Oh. Ach, nur renne ich doch nicht mal den Ball hinterher, ey. Entschuldigung. Findest du den Ball? Ich habe kalte Füße. Ach, da kommt der Ball. Ball. Ja. Gut, also machen wir zu, ja? Ja. Tschüss. Na, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir das hier wieder richtig haben. Wir werden besser, hoffentlich. Aber wieder gestorben. Ist es natürlich nicht. Hä? Okay, war er nicht. Ey, warum denn jetzt schon wieder nicht? Ja, immerhin $70. Ich hab 20. Kaufe Gegenstände im Laden, habe ich tägliche Belohnung. 50, 15 für die Fotos und 5 für übernatürlich mit. Dann waren das keine Orbs, wa? Wahrscheinlich dann wieder nicht. Wahrscheinlich, nee. Ja. Also ich verstehe das mit diesen Orbs nicht, ehrlich. Was verstehst du denn da nicht? Soll ich dir das erklären? Ja, machen wir. Was war das jetzt für ein Geist? Die Revenant wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Versteckt man sich, so bewegt er sich langsamer, okay. Aber auch da sind die Geister-Orbs. Aber der Geisterbuch wäre bei der... Geisterbox wäre nicht. Ja. Aber das war definitiv diese Geisterbox. Ich hatte sie in der Hand und habe ja die ganze Zeit da meinen Quatsch gemacht. Und dann hatte unten rechts hast du so ein Geistersymbol. Und genau das hat aufgeleuchtet und dann hatte ich die ganze Zeit so ein Gelala im Ohr. Hm. Aber die Geisterbox, wenn wir die weglassen, dann hätten wir immer noch drinne gehabt. Aber ich verstehe das nicht, wenn das denn nicht die Geisterbox gewesen ist. Dann sollten sie da vielleicht echt mal irgendwie so ein Tutorial machen, wie man gewisse Sachen inzwischen erkennt. Ob man, weil wenn du jetzt hier einfach mal so in den Raum reinguckst, siehst du die Orbs fliegen. Hm. Die sind hier als Punkte, fliegen die hier im Raum rum. Ich denke, das ist Staub. Ja, kann man so deuten, aber das sind im Prinzip genau die Orbs, die wir sehen müssten. Na, aber Orbs hatten wir ja, das war ja dann richtig.
Ja, aber mit der Geisterbox, dann sollte man mal erklären, inwiefern man da irgendwie was deutet dann. Genauso wie dieses Parabolmikrofon. Ich habe keinen Plan, wie ich das benutzen soll. Ich bin damit durch die Gegend gelaufen und dann hat es zwar irgendwie 7,5 mal angezeigt, aber dann auch gleichzeitig wieder 0 an der gleichen Stelle. Also, keine Ahnung. Die Sachen werden ja hier nicht beschrieben irgendwie, wa? Ich weiß nicht, ob das, du hast ja ganz am Anfang diese Möglichkeit mit diesem Üben. Ja. Ob da vielleicht irgendwie sowas beschrieben wird. Keine Ahnung. Gut, nächste Herausforderung. Bei der Geisterbox muss das Licht ausgeschaltet sein und du musst Fragen stellen. Wo hast du denn das jetzt gefunden? Beweise sammeln. Seite 14, 13, 14. Gegenstände, verfluchte Besitztümer, Auszahlung.